Und das wird Vulgaris Traum sein. Das muss ich mir ansehen. Oh! Wow, jede Menge Bücher. Ich frag mich, wo Gary ist. Gary! Hä? Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie... SpongeBob? Gary? Was fällt dir ein, ins heilige Reich meiner Träume einzudringen? Donnerwelle, du kannst ja reden. Im Traum ist man nicht an irdische Beschränkungen gefesselt. Was heißt denn das bitte? Komm. Seit jeher betrachtet man Träume als Fenster zu anderen Welten. Stört mich nicht im vollkommenen Traum durch des Lichtes blassen Schein, doch richtet mir die täglich Nacht für seine Rückkehr ein. Das ist von Emily Dickinson. Wer ist denn das? Hier ist etwas auf deinem Niveau. Einst lebte ein Mann in Peru, dem träumte, er aß seinen Schuh. Er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg und der Schnürsenkel gleich mit dazu. Toll, du bist wirklich schlau. Dachtest du, in meinem Schneckenhaus befindet sich nur heiße Luft? Naja, danke jedenfalls für die Info. Ich gehe wieder in meinen eigenen Traum. Und behalte deine Augen bei dir, du kleiner Discodermius.